Greenpeace-Recherchen haben gezeigt, dass in den betroffenen Police Departments, also die Departments, die für die Tötung von Brooks, Taylor und Floyd verantwortlich sind, dass dort deutsche Waffen vorhanden sind. Das sind Maschinenpistolen von Heckler & Koch, das sind Pistolen von Sig Sauer. Das darf nicht sein. Deswegen fordern wir, solange es keine grundlegende Reform in den USA gibt bei den Polizeikräften, dürfen keine Waffen dorthin geliefert werden.